Hallo. Ich wollte eine Vortragsserie wiederbeleben, die, glaube ich, Cheetah gestartet hat, oder? Warst du? Ja. Ja. Und zwar Show Your Tools, irgendwie kleine, kurze Vorträge über Dinge, die man so benutzt, aber nicht unbedingt jeder kennt, oder die schon jeder kennt, aber noch mehr Leute kennen müssen, oder die kein Mensch wissen will, aber ich euch trotzdem erzähle. Wie zum Beispiel diesen hier. Ich benutze nämlich, um das leidige Problem loszuwerden, dass man sich ganz, ganz viele Passwörter merken muss und davon ganz, ganz viele verschiedene, weil man soll ja nicht die gleichen und so weiter. Wir kennen das alles. Dazu benutze ich diese Kombination an Tools. Und das wollte ich jetzt kurz erklären. Und das fängt an mit KeePass 2. Das ist einfach ein Passwortmanager, der eine Datenbank benutzt, die verschlüsselt ist. Also da gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. AES und Twofish kann das Ding mindestens. Ich glaube, es kann auch noch ganz viel anderes. Da fällt am Ende halt eine Datei raus, die in diesem KeePass-Datenbankformat ist. Und in dieser Datei, also wenn man die Datei dann eben mit diesem KeePass-Tool öffnet, kann man dort beliebige Strukturen anlegen, um seine Passwörter zu managen. Es gibt davon mehrere Implementierungen. Es gibt eine alte 1.x-Version, es gibt diese neuere 2.x-Version und es gibt auch eine KeePass-X. Das ist die, die man normalerweise so in den ganzen Linux-Distros standardmäßig bei apt-get dabei hat, das KeePass X. Das benutze ich aber explizit nicht, weil damit folgende Plugins nicht funktionieren. Es gibt ein Plugin für sowohl Firefox als auch für Chrome. Nennt sich PassiFox bzw. Chrome eFox, glaube ich. Was das Passwortmanagement des Browsers komplett ersetzt durch ich schreibe meine Sachen in KeePass rein und hole sie da auch wieder raus. Sodass quasi, wenn ich auf eine Webseite gehe jetzt und ein Login eintippe und dieses Pop-up, wie man es so kennt, im Browser kommt, möchtest du dieses Passwort speichern und ich drücke auf Speichern, landet es eben nicht in der Passwortdatenbank von dem Browser, sondern wird direkt nach KeePass geschrieben. Das ist schon mal ganz praktisch, weil dann kann man irgendwie auf Webseiten ohne Reue irgendwie klicken, Remember Passwort, und wenn ich irgendwie mich auf einer Seite neu registriere, dann lasse ich mir einfach ein 20-stelliges randomisiertes Passwort generieren, was ich mir auch nie merken muss, weil wozu macht der KeePass für mich? Pack das in KeePass rein und das nächste Mal, wenn ich auf die Seite gehe, holt KeePass das auch automatisiert wieder raus und trägt es für mich da ein und ich brauche nur noch auf Login klicken. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich meinen Rechner mal nicht am Start habe und will aber unbedingt ein Passwort wissen zu einer Webseite, dann packt man das Ganze noch auf einen beliebigen Cloud-Storage-Dienst, was ja nicht so schlimm ist, weil die Datei ist ja verschlüsselt. Wenn man das Masterpasswort lang genug und kompliziert genug will, das setze ich jetzt einfach mal voraus, weil das ist ja dann das einzige Passwort, was man sich tatsächlich noch merken muss. Ich benutze dazu Dropbox, auch wenn das jetzt in letzter Zeit ja politisch so ein bisschen inkorrekt wurde, seit die irgendwie Condoleezza Rice oder so ins Board of Directors genommen haben, aber ist auch egal, es muss irgendein Cloud-Storage-Dienst sein, der am besten halt gut mit Mobile-Apps interagiert. Dropbox hat eine ziemlich gute Android-App, wie ich finde, und dann kann man halt das KeePass-File auf alle seine Geräte synken. Da habe ich auch ein schönes Bild zu, genau, da ist mein tabakeepass.kdbx, das habe ich markiert als important file, sodass er dann auch wirklich die Datei die ganze Zeit aufs Telefon runterlädt. Mit allen anderen Dateien, die man so in Dropbox hat, die muss man dann, also macht ja auch Sinn, dass das der Dropbox-Client auf dem Telefon nicht einfach alles runterlädt, sondern nur die Dateien, bei denen man das explizit sagt. Und der letzte Schluss des Ganzen ist dann noch KeePass Droid. Das ist eine Android-App, die KeePass-Dateien öffnen kann. Sprich, auf meinem Telefon habe ich eben dann einfach KeePass-Droid am Laufen, gebe mein Passwort ein, das ist auch so lang, also das scrollt dann noch so raus. Und dann habe ich halt mein Passwort da irgendwie auf diesem Gerät und auch da kann ich einfach sagen, irgendwie pack das jetzt mal in den Browser, ohne dass ich es überhaupt angucken kann. Das heißt, ich weiß meine Passwörter selbst nicht. Was irgendwie auch ganz lustig ist. Und das war's auch schon für den ersten. Habt ihr Fragen? Ja.
ich habe den Part verpasst. Welche Version von KeePass benutzt ihr auf jeden Fall? KeePass 2. Also es muss einfach KeePass 2 sein, weil die so ein Plugin-System haben. Da gibt es dann, ich glaube, das heißt KeePass HTTP-Request oder sowas. Und damit funktioniert eben dieses Browser-Plugin. Okay. Ja, KeePass X hat nur eine Autotype-Funktionalität, die auch, glaube ich, nur unter Linux funktioniert. Ja, genau. Da kann man sich dann ein Keybind definieren, was an, ich glaube, am Titel im Browserfenster festmacht, welches Passwort es jetzt nimmt. Und dann kann man halt irgendein Keybind machen, dann tippt quasi KeePass X über X direkt in das Passwortfeld ein und eigentlich ziemlich schwarze Magie will man nicht haben, aber funktioniert. Das ist auch recht schwarze Magie, aber es ist besser als irgendwie der Standard-Passwort-Manager von Browser XY. Ja, also und der beste Kompromiss an, ich muss mir alle Passwörter merken, was halt echt also unmöglich ist für die ganzen Accounts, die man ja so hat. Also wenn man so nicht Nerd ist und irgendwie E-Mail und, keine Ahnung, zwei Sachen sich merken muss, mag das kein Problem sein. Aber bei der Menge an Accounts, also ich habe da, glaube ich, weiß ich nicht, 60, 70 Sachen schon mindestens drin. Und ja. Es ist besser als nichts. Und man kann immerhin die Krypto so insofern nachvollziehen, als dass man die Datenbank einfach entschlüsseln kann, wenn man seinen Key ja kennt. Und dann fällt da irgendwie so ein komisches XML-Format raus. Dann kann man zumindest verifizieren, dass das Datenbank-File mit dem Algorithmus, den man gewählt hat und dem Key, den man gewählt hat, auch wirklich verschlüsselt wurde. Insofern habe ich da kein Problem mit, das einfach auf Dropbox zu schmeißen, weil pff. Ja. Gut, Nummer 2. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Einmal, weißt du, ob es mal ein Port-Audit gab davon? Von KeePass? Nee, weiß ich nicht. Okay. Und die andere Frage ist, wie lange sind die Schlüssel, mit denen das verschlüsselt wird? Ganz kurz zur Frage mit dem Port-Audit. Es gibt allerdings 2-3 Open-Source-Clients, die Datenbank lesen können. Also scheint es zumindest mal offen zu sein. Ja, offen. Die Frage ist generell das starke Schlüssel. Verschlüsselt das neben deinem Schlüssel noch mit dem zweiten? Also falls man das nicht auf der Aufnahme hört, die Frage war irgendwie, ob es da Code-Audits gab, das weiß ich nicht. Das Problem an diesem Ganzen mit den Versionsnummern ist tatsächlich aber auch das File-Format. Also KeePass X kann keine KeePass 2 Datenbanken lesen und so weiter und das ist dann irgendwie das Blöde. Aber wie gesagt, also ich glaube, KeePass Droid, also die Android-App, kann, soweit ich weiß, auch nur die von 2 und 1, nicht die von X lesen. Ich glaube, der Punkt von X war ja auch, dass sie mal einen Cross-Plattform-Fork vom ersten gemacht haben. Ja, oder so, wenn genau. Also KeePass X ist aus dem 1er entstanden, das 2er ist parallel. Das ist auch Teil des Problems eben. Ja, da gibt es sicher auch schickere Lösungen. So irgendwie die Mac-User haben da ja ihr One-Passwort und hast du nicht gesehen. Aber KeePass 2 ist zumindest auch plattformübergreifend. Also es gibt es auch für Windows, für Linux, macOS weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich vermute mal. Es gibt auch irgendwie eine Merge-Funktion, ne? Also wenn du irgendwie auf deinem Android die Sachen, die neue Passwörter eingegeben hast oder sowas, dass er dann die Datenbanken mergen kann. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Funktioniert nur mäßig. Naja, das deckt es bei mir sozusagen so halbautomatisch ab, weil ich ja auf dem Telefon den Dropbox-Client habe, wo ich das Important gefleckt habe. Das heißt, wenn ich auf dem Telefon in dem KeePass-Droid ein neues Passwort anlege, wird das sofort in die Dropbox gesynkt. Dann habe ich es also auf dem Rechner auch wieder. Und wenn ich auf dem Rechner was Neues eingebe, wird es auch sofort in die Dropbox gesynkt, landet sofort auf meinem Telefon und ich habe es dann auch wieder. Also ich brauche nichts wenn es nicht merchen, so oft sondern ja, genau, wenn die Datei. Dauernd, wenn ich nicht exakt synkst. Zeitgleich, also ich glaube, das würde man nicht. Ich mein wenn du immer online bist. Ja. Gut, okay. Das ist meistens der Fall. Also wenn man so online-süchtig ist, wie wir alle hier, dann ergibt sich dieses Problem eigentlich nicht. Hast du noch was wegen der Keylay? Das ist irgendwie einstellbar. Also du kannst den Algorithmus wählen und die Keylänge, soweit ich weiß, auch. Da gibt es irgendwie so, also warte mal, ich kann ja, genau. Wenn man auf der Website geguckt hat, stand nämlich nur was von 128 Bit, was so ein bisschen wenig erfüllt ist. Das soll ja irgendwie, ist an der Grenze. Soll ja auch total interaktiv sein, so eine Demo. Wo ist es? Da. Ich bin hier schon über symmetrische Schlüssel. So. Das hat nicht geklappt. Was soll das denn? Wieso sei das ziemlich so? Das ist schon. Das komme ich.
Ubuntu macht komische Dinge, aber das ist ja normal. Die Options sind jetzt natürlich auch hier drüben. Sehr schön. Ja, genau, da kann man halt dann auch so Sachen einstellen, wie irgendwie, wenn ich das Ding eine Weile lang nicht bediene, soll es automatisch wieder locken. Das Clipboard soll es clearen nach einer Zeit, weil wenn ich das Passwort im Clipboard drin halte, ist es auch blöd und so weiter. Aber zu der Sicherheit jetzt, das wird wahrscheinlich beim Neuanlegen oder... Bei KeePassX habe ich jetzt auch keine Option für den Schlüssel gefunden. Also außer beim Neugenerieren. Also für eine neue Datenbank. Ja, genau, das ist glaube ich nur beim Neugenerieren. Also wenn man sich einen E-File generiert, ansonsten weiß ich nicht, was er da tut. So, legen wir mal ein neues an. New Database. Das sieht auch nach wesentlich mehr Optionen aus. Ich glaube, KeePassX ist etwas tot inzwischen. Ja. Ich will ja nicht was gegen eine Passwort. Gib mal 1, 2, 3, 4. Ah, das wäre gut. 5 Bit. 5 Bit. Reicht. Läuft. 12 Bit verschlüsseln. So, und hier kann ich jetzt wählen. Ja. Ah, okay. Ich war der Überzeugung, dass ich auch damals Lowfish. Du musst schon deine 5 Bit irgendwie ausgleichen hier. Ja, jedenfalls kann man da halt dann hier noch irgendwie Key Transformations, also wie viele Runden und das, man kann die ganze Datenbank dann natürlich auch noch zippen, damit sie, wenn man da Milliarden Passwörter drin hat. Wann lohnt sich das? Vor allem Passwörter komprimieren sich ja nicht. Ordentlich. Idealerweise nicht. Nee, aber der ganze XML-Bloat außenrum natürlich. Ja. Ja, also, ja.